good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGamingTV und herzlich willkommen zur vierten Folge von Pay for Depay. Und im Hintergrund seht ihr schon das komplette Eredivisie-Team, also das komplette niederländische Liga-Team, wie man das auch immer nennen will. Fast nur Goldspieler, wir haben nur einen Silberspieler im Team, das ist der Rechtsverteidiger. Hier einmal kurz zu sehen, wen wir so im Team haben. Rechter Innenverteidiger Mosander, natürlich linker Flügel, da ist immer noch Depay, unser Star der Serie. Und im Mittelfeld haben Klaas Jee oder wie man ausspricht, keine Ahnung, ich kann die Namen von diesen Spielern, die wir da haben, nicht so gut aussprechen. ZOM Adam Mahat, den haben wir jetzt, glaube ich, erst in dieser Episode, also brandneu, würde ich mal sagen. Rechter Flügel haben wir Luciano Narsing mit 93 Tempo, einfach noch richtig, richtig schnell unterwegs. Vorne haben wir jetzt, der hat auch noch kein Spiel bei uns gemacht, also auch in 90ern, nämlich Thomas Necid oder wie man auch immer aussprechen will. Völlig egal, linker Flügel natürlich immer noch Memphis Depay, 4 Spiele, 6 Tore, eine Vorlage, eine gelbe Karte, richtig starke Werte. Und ja, wir wollen auch gleich mal spielen. Hier bin ich außerdem auf Online-Einzelspiele gegangen, aber ihr wisst ja selber, wer die Serie verfolgt, dass wir Online-Saison spielen. Wir sind jetzt aufgestiegen, letzte Folge in Liga 9 sind wir jetzt also. Und hier ist auch schon unser erster Gegner für diese Episode. Und das wird auch der einzige Gegner sein, weil wir dieses Mal nur ein Spiel machen werden. Weil ich halt nicht so viel Zeit habe, aber die nächste Episode werden wieder 2 Spiele kommen, verspreche ich euch. Unser Gegner hat 6-7 Goldspieler, Rakitic, Koke, Ingo Martinez, Figuli im rechten Mittelfeld, 67 Chemie, nur 71 Bewertung, hat nach 4 Bronzeverteidiger da hinten drin, Bronzetorwart, also das müsste eigentlich unser Spiel werden. Wir haben auch gleich mal die erste Chance in der 11. Spielminute über Memphis Depay. Der bringt die Flanke auf Necid, der legt die nochmal ab auf Maher und er lässt sich die Chance nicht nehmen. Der Bronze-Keeper reagiert erst gar nicht. 11. Spielminute, 0-1 für uns durch unseren neuen Spieler Adam Maher. Richtig schön dabei vom Depay auf Necid und der legt ihn nochmal mit dem Kopf ab. Und Maher dann eiskalt mit dem Abschluss hier nochmal, hier gleich noch mal eine Szene. Tiki-Taka hier, wie man hier zu sehen, wie man mich hier sehen kann. 32. Minute, Schaas mit der Schussfinte, zieht nach innen. Der Ball kommt irgendwie zu klassisch, der legt nochmal ab für Maher und der macht schon sein zweites Tor in der 33. Spielminute für uns. Also schon mal eine gute Führung hier nach einer halben Stunde. Also das war ein echt schöner Spielzug, hier nochmal ein bisschen Glück gehabt und dann, ja, Zwetti war es nicht, würde ich sagen, weil er ja selber Schuld hat, wenn er den Keeper da rauslenkt. 44. Minute sind wir schon, Depay mit dem Scoop dann schön vorbei, mit der Schussfinte nach innen, richtig schön gemacht, mit dem Chop geht er nach innen, nochmal mit dem Chop und jetzt mit dem Schuss, aber den Ball kann selbst ein Bronze-Keeper noch halten. Aber wir kriegen hier noch eine Ecke. Vielleicht bringt die ja was ein. Führen die diesmal kurz aus auf Narsing. Der bringt die Flanke darin, er das nicht zieht. Aber der steigt ja noch nicht mal hoch. Und deshalb ist die Situation für den Gegner bereitigt. Der jetzt auch mit einer Konterchance über Gilas, über seinen Stürmer, denke ich mal. Und das war seine gefährlichste Szene im ganzen Spiel. Und das war eine leichte Beute für unseren Keeper. Gegner und ein Schuss, ein aufs Tor, 43% Ballbesitz. Wir haben 57% Ballbesitz, 10 Schüsse und 6 aufs Tor. Also die Führung geht ganz klar in Ordnung. In der 55. Minute, zweiter Hälfte, haben wir die nächste Chance über Depay, der mit dem Chop und dann lässt der Gegner das Bein stehen. Und der Schiedsrichter gibt zu Recht 11 Meter für uns in der 56. Spielminute. Hat Depay richtig schön gemacht und er hat auch gleich den 11 Meter ausführen. Unser Captain hier nochmal schön zu sehen. Ja, da lässt er das Bein stehen. Depay fällt rüber, will den 11 Meter haben und kriegt ihn auch verdientermaßen. Natürlich wird Schaas, glaube ich, der jetzt gerade anläuft, den Ball nicht treten, sondern unser Star Depay legt sich den Ball zurecht, geht ein paar Schritte nach hinten gegen Bronze-Keeper, vielleicht ein bisschen einfacher, aber wer weiß, wenn er die richtige Ecke hat. Depay mit dem Schuss und eiskalt verwandelt, 58. Spielminute. Ich würde mal sagen, das ist die Entscheidung, weil vom Gegner kommt überhaupt nichts.
Aber wer weiß, er hatte jedenfalls noch eine halbe Stunde Zeit. Also in FIFA eine halbe Stunde in Real Life. Ihr wisst Bescheid. 66 Minuten kommen wir natürlich mal wieder über die Pay. Der geht mit dem Pace nach innen. Mit dem Chop nach innen. Pacer da vorbei mit der Flanke. Und das ist einfach viel zu einfach für uns. Schöne Flanke von Depay und Mahrez mit dem Kopf eiskalt. Und die letzte Szene des Spiels haben wir nochmal über Depay. Der macht zwei Schuss hinten, geht da stark vorbei. Will eigentlich schießen, macht aber nochmal den Chop und wird da umgehauen. Schiedsrichter gibt aber keinen Elfmeter. Und ja, somit steht das 0:5, weil Schaas sich nochmal den Ball erobert. Oder war Schaas? Ich glaube, er war es. Ne, unser Innenverteidiger Feldmann war das sogar. Er schnappt sich den Ball und haut den beiden in Eiskalt rein. 5:0 für uns. Ja, vom Gegner kam überhaupt nichts. Also, er hatte kein gutes Team und so ein guter Spieler war er auch nicht, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber er hat auch halt kein gutes Team. Maja, unser Spieler des Spiels, hat auch, glaube ich, 3 Tore gemacht. Deeper 1 und unser linker Innenverteidiger Feldmann oder wie man auch immer aussprechen will. Hat auch nur ein Tor gemacht in der 90. Spielminute. 3 Punkte, 1 Spiel, 1 Sieg in der Liga 9. Wir haben jetzt einen Neuzugang bekommen, nämlich Wijnaldum. Also ich höre immer Spieler, die ganz komische Namen haben, wie ihr schon merkt. Aber er hat ziemlich starke Werte, 83 Tempo, 84 Dribbling, 73 Schuss, 70 Passen. Defensiv geht auch noch so ungefähr klar, 72 Physis hat er auch noch. Vierständig schwacher Fuß, vierständig bis Spezialbewegung hat, glaube ich, nur 750 Münzen gekostet. Und dann war es das schon von dieser Episode. Sorry für das Kommentar. Ich weiß, dass es nicht ganz so gut war, aber ich stehe unter Stress, weil ich halt viel für die Schule machen muss und so weiter. Aber ich verspreche euch, nächste Folge, besseres Kommentar, 2 Spiele. Also freut euch schon mal drauf. Und ich würde mich trotzdem über ein Like, Abo und Feedback freuen für diese Folge. Also haut rein, macht es gut, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. I'm so in love with you.